Besonders auffällig ist in diesem Jahr der Trend zu blauen Uhren. Sowohl große Marken wie Breitling und auch Omega haben viele blaue Modelle in den Vitrinen, als auch kleine Marken. Heute war ich bei Mühle und Meistersinger. Meistersinger hat bestehende Modelle neu in Blau aufgelegt. Mühle hat eine neue Taucheruhr gemacht mit blauem Zifferblatt, die natürlich nicht nur des Tauchens wegen blau ist, sondern auch wegen des Designs. Bei den großen Marken Rolex hat sich bei der Milgauss mit grünem Glasrand auch auf ein blaues Zifferblatt verlegt. Es mag nicht jedem gefallen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz klares Statement für den Trend zum blauen Zifferblatt und zur blauen Uhr. Blaue Armbänder ebenso. Ein Trend, der mir gefällt. Es kann so weitergehen.